Am 12. Januar beginnt die Großoffensive der Roten Armee. Aus tausenden Geschützen und Stalinorgeln bricht ein Inferno über die deutschen Stellungen herein. Der Hauptstoß zielt über die Weichsel Richtung Berlin bis an die Oder. Im Norden wird Ostpreußen abgeschnitten. Die wenigen geschwächten Divisionen der Wehrmacht können dieser Übermacht nicht standhalten. Ihre Verteidigungslinien brechen zusammen. Hitler ist nicht bereit, Kurland zu räumen und damit Ostpreußen zu helfen. Es scheint nur eine Frage von Tagen, bis Königsberg völlig eingeschlossen sein würde. In Ostpreußen bricht Panik aus. Zu Lande und zu Wasser flüchten die Menschen nach Westen. Der letzte Zug verlässt am 22. Januar Königsberg. Viele Flüchtlingstrecks werden von der Roten Armee aufgerieben. Da begannen viele Deutsche zu beten, dass die Amerikaner und Briten schneller vorrücken mögen, sodass man unter westliche Besatzung geriete und nicht unter sowjetische. Das war wohl der Kern des Ganzen. Und so war klar, als die Russen Ende Januar die Oder erreichten, dass die Schlacht an der Heimatfront ihren Höhepunkt erreicht hatte. The battle for the homeland was obviously coming to a great climax. Schon seit Monaten schürt die Propaganda die Angst vor dem Feind. Bei den erfolgreichen Gegenangriffen sind die deutschen Soldaten auf grausige Spuren bolschewistischen Mordterrors gestoßen. In Nemmersdorf und den anderen ostpreußischen Orten hat die den Sowjethorden von ihrer Führung gegebene volle Handlungsfreiheit gegenüber der Zivilbevölkerung bestialische Auswirkungen gefunden. Was im Fall Nemmersdorf noch perfide Propaganda von Josef Goebbels war, wird im Laufe des Vormarschs der Roten Armee immer öfter bittere Realität. Ostpreußen war seit den 30er Jahren eine Hochburg der Nazis und erfährt jetzt zuallererst die Rache der Sieger. Dabei war die Entmenschlichung der Deutschen eine Antwort auf die Entmenschlichung der sowjetischen Menschen durch die deutsche Propaganda. Und das führte zu der empörenden Behandlung der Zivilbevölkerung. Inevitably led, I think, to this appalling treatment of civilians. Jetzt bricht im gesamten Osten des Dritten Reichs die Panik aus. Die wenigen Schiffe, die noch die Häfen verlassen können, sind hoffnungslos überfüllt und die Fahrt über die Ostsee ist gefährlich. Am 30. Januar 1945 versenkt ein sowjetisches U-Boot den Passagierdampfer Wilhelm Gustloff mit etwa 9000 Menschen an Bord. Am 4. Februar 1945 treffen sich die großen drei zu einem Gipfeltreffen auf der Krim. Roosevelt, Churchill und Stalin verhandeln über die Zukunft nach dem Sieg über Hitler. Ein Fanal der Freiheit soll die Konferenz von Jalta werden. Doch letztlich akzeptiert der schwerkranke US-Präsident die Herrschaft Stalins über Osteuropa, damit die Sowjetunion nach der Kapitulation Deutschlands in den Krieg gegen Japan eintritt. Stalin still had this sort of paranoia. Stalin hatte diese paranoide Angst, dass die Briten und Amerikaner die Wehrmacht bewaffnen und sie zurück Richtung Sowjetunion schicken würden. Das rührte von dem Schock her aus dem Jahr 1941, als er unaufmerksam war und überrascht wurde. Stalins Verdächtigungen waren völlig unbegründet. Die Frage eines Separatfriedens stand niemals zur Diskussion, allerdings nicht aus Loyalität gegenüber Stalin. Besonders Churchill war überzeugt, dass man Deutschland nicht noch einmal eine Dolchstoßlegende erlauben dürfe. Die Deutschen müssten im Felde besiegt werden. Die bedingungslose Kapitulation war die einzige Möglichkeit zu verhindern, dass Deutschland sich für einen dritten Weltkrieg rüsten würde. Der wohl umstrittenste Luftschlag des Zweiten Weltkriegs beginnt am 13. Februar 1945. Dresden ist den ganzen Krieg über von Luftangriffen verschont geblieben, denn lange Zeit befand es sich außer Reichweite der alliierten Bomber. Trotzdem stand es auf der Liste der Ziele ganz oben. In dieser Nacht werfen 800 Lancaster der Royal Air Force 650.000 Brandbomben auf Deutschlands siebtgrößte Stadt. Die Alliierten waren in einem Dilemma. Sie waren durch die
Ardennenoffensive in ihren Vorbereitungen zum Einmarsch in das Reich zurückgedrängt worden. Sie brauchten längere Zeit. Und in der Situation kam es eben darauf an, Präsenz zu zeigen, vielleicht zu verhindern, dass Hitler immer mehr Divisionen aus dem Westen nach Osten verlagerte und dort die Rote Armee vielleicht dann doch zum Stillstand bringen würde. Dresden beispielsweise war eine der letzten intakten Rüstungs- und Garnisonsstädte des Reiches, war ein wichtiger Punkt bei einer möglichen Flucht Hitlers aus Berlin in die ominöse Alpenfestung. Auch das war ja nicht ausgeschlossen. Wenn also Konev Anfang Februar 1945 nur entschlossen genug an die Elbe vorgeprescht wäre, ein riskantes Unternehmen, dann wäre Hitler sicherlich im Februar 1945, so lauteten jedenfalls alle Vorbereitungen, nach Bayern ausgewichen. Und dann hätte der sogenannte Endkampf dann ein bisschen anders ausgesehen. Aber auf diesem Weg lag beispielsweise Dresden und es gab solche Knotenpunkte durchaus noch im Reich. Und diese Verwaltungszentren, diese Eisenbahnknotenpunkte, in diesem Falle im Rücken der Ostfront zu zerstören, schien für manchen auf angelsächsischer Seite durchaus Sinn zu machen. Am nächsten Tag folgt noch eine Welle amerikanischer B-17-Bomber, um das Vernichtungswerk zu vollenden. Die Zerstörung Dresdens wird von den Nazis sogleich instrumentalisiert, um den Durchhaltewillen der Menschen zu stärken. Der Fall Dresden ist im Grunde genommen der letzte Propagandaerfolg von Goebbels gewesen. Natürlich war das ein furchtbarer Schlag, der die Stadt getroffen hat. Aber es ist die Nazi-Propaganda gewesen, die sehr schnell in die Weltöffentlichkeit hinein jene Bilder transportiert hat, die bis in unsere Gegenwart hinein ihre Wirksamkeit entfaltet haben. Dresden, die vermeintliche Unschuld, das Elbflorenz, sozusagen eine Schande am Weltkulturerbe, ein völlig sinnloses Unternehmen. Das ist eine Propaganda, die über die neutralen Länder sehr erfolgreich entwickelt worden ist und mit extrem hohen Opferzahlen bis zum Zehnfachen des Realen verbunden worden ist. Man hat also bis zu 500.000 Menschen spekuliert und wir wissen durch neuere Untersuchungen, dass es eben wohl etwa 25.000 Tote in Dresden gegeben hat. Weniger als in Hamburg und sehr viel weniger als in Hiroshima. Am 23. Februar beginnt im Westen des Dritten Reichs am kleinen Fluss Ruhr auf 70 Kilometern Breite die Operation Granate. 300.000 amerikanische Soldaten der 9. US-Armee setzen an zum Endkampf gegen Nazi-Deutschland. Ein Reporter der New York Times berichtet an diesem Tag in die Heimat: Nachdem unsere Truppen heute die Ruhr überschritten haben, konnten sie bis zur Dämmerung bereits 1 bis 2 Meilen Landgewinn östlich des Flusses verbuchen. Es war eine Art zweiter D-Day. Am 6. März erreichen die US-Einheiten die Innenstadt von Köln. Nazi-Funktionäre wollen die Stadt bis zum letzten Mann verteidigen. Kameraleute der US-Armee dokumentieren hautnah spektakuläre Szenen vom Häuserkampf. Um 17 Uhr Ortszeit ist an diesem Tag die Schlacht um Köln vorüber. Die Amerikaner melden das Erreichen des Rheins. Am 20. März zeichnet Adolf Hitler im Garten der Berliner Reichskanzlei Hitlerjungen aus. Dass Amerikaner, Briten und Sowjets auf deutschem Boden stehen, scheint dem Führer keine großen Sorgen zu bereiten. Das war im Führerbunker die Illusion, einen Endkampf zwischen Oder und Rhein zu liefern. Vielleicht in letzter Sekunde dem Gegner dann doch einige Gegenschläge versetzen zu können, um in eine Verhandlungsposition möglicherweise hineinzukommen. Ob Hitler daran geglaubt hat, ob er daran überhaupt interessiert gewesen ist, da habe ich meine Zweifel. Also er war nicht der Mann des Verhandelns. Aber er hat große Angst gehabt, dass wenn er aus Berlin ausweicht, das Ende des Krieges irgendwo in der Botanik, in Thüringen, im Thüringer Wald, oder dann ganz allein irgendwo in Berchtesgaden erlebt. Er suchte
Und das war bei ihm lange angelegt in seiner Choreografie des Untergangs. Er suchte das spektakuläre Ende. Und da hat er also begriffen, dass natürlich die Verteidigung von Berlin ihm die Chance bietet, ein solches Fanal zu schaffen, das ihm nochmal, wie er hoffte, einen Platz in den Geschichtsbüchern dann einbringt. An der Oder ist Anfang April 1945 das letzte Aufgebot der Wehrmacht in Stellung gegangen, das den bevorstehenden Ansturm der Roten Armee aufhalten und Berlin verteidigen soll. Strategisch gesehen war das gar nicht so ungünstig zu meinen, wenn man also Berlin zu einem Bollwerk ausbaut, wenn man die Oder mit allen Kräften verteidigt und bei einem Durchbruch dann die Hauptstadt von feindlichen Truppen umflutet wird, die man dann im Gegenangriff zurückwirft. Das sind die täglichen Fluchten aus der Realität, die Hitler sehr erfolgreich inszeniert. Und man muss aber auch dagegenhalten, dass dieses irreale Geschehen, was sich im Führerbunker abspielt, dass diese Kriegführung, die mit Funkbefehlen und Telefonaten versucht, das Chaos des Untergangs in irgendeiner Weise zu beeinflussen, dass das etwas ist, was immer weniger Wirksamkeit auf die zertrümmerte Wehrmacht und auf die Bevölkerung gehabt hat.